Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sub 8. Ja, da sage ich mal gute Nacht. Nein, erstmal guten Tag an euch, ja. Wir sind ja beim letzten Mal stehen geblieben bei dem Sonnenlevel. Was ich eigentlich doch geschafft hatte schon, ne? Ah, verdammt noch eins. Ja. Genau. Das hatten wir nämlich beim letzten Mal schon geschafft. Und ich habe vergessen, man muss ja in einem der darauf folgenden Level auch noch das schaffen, offensichtlich. Keine Ahnung, genau, hier waren wir jetzt stehen geblieben. Bin ich der Meinung. Erstmal fantastischerweise alles anklicken und gucken, was passiert. Logischerweise. Oh. Okay, total hier drauf achten. War ich jetzt nicht drauf gefasst gewesen. Ah, okay. Nur hier drauf achten. Sehr schön, das hat funktioniert. Ach ja. Falls ihr euch immer noch fragt, warum ich dieses Let's Play zu diesem Spielprojekt hier mache überhaupt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich finde diese Spiele fantastisch. Sie sind simpel. Und wie schon gesagt, sie sind fantastisch. Mehr kann man da auch nicht zu sagen. Moment. Aha! Wusste ich doch. Und geschafft. Ich finde aber immer schade, dass die... Also es ist ja auch gut, dass die so kurz sind, diese Spiele. Aber ich finde es echt ein bisschen schade, dass, wenn man es geschafft hat, die dann doch nur so kurzlebig sind. Hallo, bezüglich. Das Ziel zu erreichen im Spiel. Achso, ich glaube, ich brauche... Okay, egal. Kann mal passieren. Ach, falsch herum. Ich werde jetzt wieder schon nervös, weil wir kurz vor Ende sind. Da darf man auch mal nervös werden. Nicht wahr? Roll in die andere Richtung. Nein, er rollt natürlich weiter. Fantastisch. Moment. Warte mal. Thank you.
Halt, stopp. Das ist schon mal richtig. Dann den hier. Dann ihn, dann den. Dann brauche ich die Portale nicht mehr. Und dann so. Nein. Keine Ahnung. Okay, das macht vielleicht noch mehr Sinn, was ich jetzt denke. Ja, okay. Macht um Längen mehr Sinn. Aber da sieht man auch wieder, dass solche Kleinigkeiten manchmal viel ausmachen können. So. Oh Gott. Wieder nur den ersten. Ist, glaube ich, gar nicht so relevant gewesen, oder? Moment. Ich glaube doch. Okay. Erstmal den. Und den hier. Ah, oder. Moment. Moment, Moment, Moment. Mhm. Also doch. Hat es mir schon fast so gedacht, dass das irgendwie zusammenhängen muss. Okay, das ist jetzt wieder verwirrend. Erstmal kurz gucken. Das macht das nachher zu gut. Dieser Ball ist nur, um den Ball abzufangen. Okay. Zwei. Oder um ihn hier rüber zu katapultieren. Hä? Oder wie, oder was? Jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. So. Ach, oh Gott, okay, das ist wieder... jetzt habe ich es gerade verstanden. Entschuldigung. Mein Gehirn braucht immer ein Sekündchen länger für sowas. So. Mhm. Das ist auch total logisch, dass man... Oh Gott, so, sowas ist halt echt... ja, hier, Teilchenphysik, kommt hin. Oh Mann, ey. So, was macht denn das, wenn ich hier volle Pulle mache? Schon mal was Gutes offensichtlich. Dann hier volle Pulle. Und hier volle Pulle. Okay. Nee, das bringt ja auch gar nichts. Warte mal. Hier ist übrigens, glaube ich, scheißegal, welche Power ich habe, ne? Genau. Was ist denn, wenn ich das jetzt hier stattdessen mal hinlege? Genau, und dann... stattdessen so das mache.
Ah. Jetzt habe ich ein bisschen eilig, Leute. Sorry. So. Nein. So, das war schon mal gut. Dann jetzt das volle Möhre. Dann das halbe. Dann Sekündchen warten und jetzt hinterher schießen. Und feststellen, dass es nichts gebracht hat. Oh Mann. Was ist das für Lotte hier? Ja, also. Es ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. So, das hier aber schon. Offensichtlich. Das ist ja fast autonom. Könnte man sagen. Oh. Man sollte aber offensichtlich erstmal drauf achten, wo was hin landet. Und wo ich auch was brauche. Das heißt, ich muss bei vielen Sachen sehr schnell agieren. Meine Güte. Ach so. Das war zu früh mit den Portal entfernen. Erst jetzt nach dem zweiten Durchlauf. Und zwar jetzt. Nee. Ach du, okay. Jetzt quasi. Holy moly, also da brauchst du echt ein Timing. Nochmal Sub in klein. Hier haben wir nur ein Ding, der Rest läuft autonom ab, wahrscheinlich. Also, hoffe ich. Schön zu beobachten. Sehr schön. Wir haben noch 11 Minuten. Das könnte was werden. Okay. Auch sehr schön gelöst. Was ist denn das? Oh, 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 okay. Verstehe. Da hat wohl einer der Kinder seine Software hier reingeräumt. Alter. Oh Gott. Entschuldigung für den schlechten Witz übrigens gerade. Und ja, es sollte ein Witz sein. Tatsächlicherweise. Nein. Das hier auch nein. Aha. Mhm. Alles klar.
War's das? Ja, das war's. Holy moly. Verdammt, ich muss ja erstmal wieder den hier. Verdammt, das wird nicht gut gehen. Oder? Nee. Dann versuche ich erst den hier. Gut. Dann den hier. Und dann den hier. Aber hier braucht man echt bei allen drei Dingern ein gutes Timing. Und das war auch schon das letzte Level. Krass. Ich dachte jetzt nicht, dass ich es heute noch schaffe. Das ist sehr schön. Dann gucken wir mal nach. Ja, 100% alle Errungenschaften. Finde ich sehr schön. Ich bedanke mich mal wieder fürs Dranbleiben. Und ich würde sagen, das war mal wieder ein sehr schönes Let's Play von Sub. Schade, dass die Spiele, wie gesagt, so kurz sind. Jetzt muss ich mir wieder was Neues suchen. Ist ja klar. Ich werde sowieso mal einige kurze Spiele mal raussuchen aus meiner Bibliothek, die ich jetzt alle mal hintereinander weghaue. Also jetzt die Zeit, wo jetzt eigentlich Half-Life kommt, ist jetzt quasi meine ich spiele mal alle Spiele durch, die ich so in der Bibliothek habe, Zeit. Also die so kurz sind wie Sub und so. Mal gucken. Okay? Das sollte auf jeden Fall erstmal gewesen sein, dann. Ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Freut euch auf vielleicht einen neuen Clubteil irgendwann. Und ich würde sagen, wie schon eben gesagt, habt eine schöne Woche. Habt Tage. Aus eurer Haut rein. Und ciao.